14. Mai 1948. Im Heiligen Land wird ein neuer Staat gegründet. Israel. Das erste und bis heute einzige demokratische Land im Nahen Osten. Die neue Heimat für die weltweit verstreuten und verfolgten Juden. 3 Jahre nach dem Holocaust. Dieser neue Staat besteht trotz aller Kriege, Krisen und Konflikte bis heute. Die Geschichte Israels hat in Mesopotamien begonnen, in der Gegend zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Hier herrschten nach biblischer Überlieferung Götzendiener und Sternendeuter. Und genau hier forderte Gott einen Menschen auf, in eine ferne Gegend zu ziehen, nach Kanaan. Der Berufene bekam den Namen Abraham und eine Verheißung. Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Noch heute erinnert das Pessachfest an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei vor ungefähr 3500 Jahren. Mose führte das Volk Israel zurück in das Land, das Abraham verheißen war. Auf dem 40-jährigen Weg durch die Wüste erhielt das Volk von Gott die 10 Gebote. Später regierten in Israel Richter und danach Könige wie David und Salomo. Unter ihnen kam Israel zur vollen Blüte. In Jerusalem auf dem Berg Moria wurde der erste Tempel gebaut. In der Stadt, die schon zu Abrahams Zeiten den Namen Salem trug. Ein Wort, das mit Shalom verwandt ist und Frieden bedeutet. Nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zum zweiten Mal zerstört. Dieses Mal von den Römern. Daran erinnert der Triumphbogen des Titus in Rom. Das Zentrum der jüdischen Anbetung Gottes war dem Erdboden gleichgemacht worden. Opfer waren seither nicht mehr möglich. Das jüdische Volk wurde heimatlos gemacht. Die Menschen verließen ihr Land und siedelten im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus. Im nationalsozialistischen Deutschland trat der über Jahrhunderte schwelende Antisemitismus Anfang der 1930er Jahre offen zutage. Der Judenhass von Adolf Hitler mündete in den Boykott jüdischer Geschäfte, die Rassengesetze von 1935 und die sogenannte Reichskristallnacht 1938. All das gipfelte in der Vernichtung von mindestens 6 Millionen Juden in Europa. In den Konzentrationslagern wurden die Insassen systematisch als Arbeitskräfte ausgebeutet und mit einer menschenverachtenden Effizienz umgebracht. Allein im fast 200 Hektar großen Lagerkomplex Auschwitz wurden weit mehr als 1 Million Juden ermordet. Thank you.
Wichtige Zeitzeugen sind die Menschen, die die Vernichtungslager überlebt haben. Wie war es überhaupt möglich, dort am Leben zu bleiben? Einer der Holocaust-Überlebenden, Mordechai Papierblatt, sagte: Jeden Tag ein Wunder, an manchen Tagen auch zwei. Er war 900 Tage in Auschwitz inhaftiert. Im Juli 1942, Heinrich Himmler hat gemacht den ersten Besuch in Auschwitz. Wie ich entkommen von der Arbeit, alles. Ausziehen, der erste Selektion in Auschwitz. Ich bin dann so, ich habe gemacht hier etwas Cholera sein, auf der Spitze von der Finger etwas härter sein. Und Gott sei Dank, ich bin durch. Weil Auschwitz, weil damals voll. Ich kann nicht auch beschreiben, was ich habe gesehen dort. Ich habe gesehen dort solche Sachen, man kann das nicht beschreiben. So schreckliche Sachen. Wie zum Beispiel ein älterer Mann hat verspätet zu dem Appell in gesucht. Wir stehen. Weißt du, es war etwas krank oder was? Haben ihn immer runtergenommen, in jedem Blick, weggelegt an der Erde, mit einem Stock in den Bauch rein. Als sie raus dort. Ich kann mir das beschreiben, im Mail. Die SS-Mann haben mitgemacht an Schule in Oranienburg. Wieso man darf so begehen mit der Häftlinge? Das war doch. Und mich hat er denerviert, aufgeregt, warum am Schluss hat geschrieben Gott mit uns. Wie kommen sie zu Gott? Sie machen doch alles gegen Gott. Richtig? Warum? Schreib hier, Gott mit uns, Emmanuel. Das ist ein Schadengedanke. Gott mit uns. Die Künstlerin Ella Liebermann-Schieber hat diese Zeit in Bildern festgehalten. Das Leben voller Angst, Hunger und Kälte. Die erbarmungslose Härte der Zwangsarbeit, die Willkür der SS-Leute, die Schrecken der Gefangenschaft. Auschwitz, 15. Januar 1944. Die Schornsteine der Birkenauer Krematorien ragen starr zum Himmel. Der Himmel ist blutrot erleuchtet. Von riesigen Flammen, die aus den Schornsteinen lodern, und Rauch und diesen unauslöschlichen Gestank nach verbranntem Menschenfleisch über dem ganzen KZ Birkenau Auschwitz verbreiten. Eiskalte Gesichter empfangen uns, Befehle werden erteilt, Gummiknüppel fallen klatschend auf Rücken über Köpfe, wir werden aufgeteilt, Leben oder Tod. Die Hälfte von unseren Leuten gehen ins Gas. Mein Vater, mein kleiner Bruder werden von uns gerissen und nie sehen wir sie wieder. Irre Schreie, Schmerzensausrufe dringen an mein Ohr. Etwa 1900 Jahre nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, und nach der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung durch die Römer, ist wieder ein jüdischer Staat entstanden. Heute leben in Israel etwa 9,5 Millionen Menschen. 3/4 davon sind Juden. Der arabische Anteil an der Bevölkerung beträgt 20%. Das sind israelische Staatsbürger, die das Wahlrecht besitzen. Sie sind überwiegend Muslime, teilweise aber auch Christen oder Drusen. Israel ist ein Land der Gegensätze. Auf einer Fläche von rund 22.000 Quadratkilometern, das entspricht etwa der Größe von Hessen oder Sachsen-Anhalt, prallen Welten aufeinander. Kapitalismus und Sozialismus, religiöse Enge und liberale Weltoffenheit, Traditionsbewusstsein und Fortschrittsglaube.
Sprache in Israel ist Hebräisch. Je nach Gebiet wird aber auch Arabisch gesprochen. Auf Schildern sind zusätzlich englische Bezeichnungen oder Ortsnamen zu lesen. Der Lebensstandard in Israel ist sehr hoch, das Gesundheitssystem fortschrittlich und nach einer UNO-Umfrage zählt Israel zu den Top 10 der glücklichsten Länder der Welt. Das jüdische Volk und auch das Land Israel werden bis zum Ende der Weltgeschichte bestehen bleiben. Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Israel ist der in Gott verwurzelte Ölbaum. Dieses Bild verwendet der Apostel Paulus im Römerbrief. Die Christen sind wilde Zweige, die in diesen Baum eingepfropft sind und mit Juden gemeinsame Wurzeln haben. Im Blick auf die Geschichte und auf die Ausführungen im Brief an die Gemeinde in Rom ist Demut angebracht und das Streben nach Versöhnung. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Israel und das jüdische Volk haben eine besondere Bedeutung. Gott hat die Verheißung an Abraham erfüllt. Er steht zu seinem auserwählten Volk, gestern, heute und in Zukunft. Gott allein schenkt wahren Frieden. In Israel, im gesamten Nahen Osten und jedem ganz persönlich. Shalom, der Friede Gottes sei mit dir.